Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann, Pläne zu schmieden. Hallo und herzlich willkommen. Weiter so, Plätze. Was denn schon wieder hier? Ich wollte auch meine Zuschauer draußen begrüßen. Was geht denn hier vor? Los. Was ist passiert? Passiert ist verdammt, dass ich gestürzt bin und mir das scheiß Bein gebrochen habe. Hör auf zu heulen, Petter. Ich schäme mich, das zu hören. Reiß dich zusammen, Mann. Schlimmstenfalls schnitzt Henrik dir ein Holzbein. Der alte Olle hat auch eins und beschwert sich nicht. Der alte Olle hat auch Läuse, stinkt und ist an beiden Enden undicht. Darüber beschwert er sich auch nicht. Helft ihr mir jetzt oder nicht? Wie bist du gestürzt? Wir wollten da oben auf den Schultern der Statue ein Feuer entzünden. Zu Ehren von uns und unseren Vorfahren. Das ist euch offenbar gelungen. Ja, aber das Feuer schlug so schnell hoch, dass Petter einen Sprung nach hinten gemacht und das Gleichgewicht verloren hat. Er hatte trotzdem Glück. Bei der Höhe hätte er sich auch den Hals brechen können. Diese Statue, was ist das eigentlich für eine? Das ist ein Altar für den Gott der Krieger. Wer es wagt, ihn zu erklettern und ein Feuer zu entzünden, erlangt die Gunst der Götter und Ruhm und... Und eine prima Gelegenheit, sich ein Bein direkt unterm Arsch abzureißen. Helft ihr mir jetzt oder wollt ihr noch ein bisschen predigen? Dieses Schöllkraut müsste dir helfen. Es macht das Bein nicht wieder ganz, aber der Schmerz lässt nach. Danke. Unsere unsterbliche Dankbarkeit. Ziemlich sterblich in meinem Fall. Also genieß sie, solange du kannst. Halt den Rand und zeig mir das Bein. Danke nochmal. Mögen die Götter dich leiten. Ne ganz kleine Mission, ne? Und trotzdem, irgendwie hat man wieder was über die Welt erfahren, über so mal ganz so nebenbei, ne? Finde ich super. Einfach super. Na Blötze, wo geht's denn eigentlich hin? Hier rum. Aber wir müssen doch hier runter. Lauf, Blötze! Ach so, wartet mal. Mach langsam. Ich hab mir noch was Grünes eingezeichnet. Kommen wir auch so hier runter? Ja. Lauf, Blötze! Ich hab mir noch einen Wegpunkt hier. Oh, was haben wir denn heute hier? Mal schönes Wetter. Das hat man auch schon lange nicht mehr, ne? Sollte man mal ein bisschen genießen. Und die Berge. Ich liebe Berge. Habe ich das schon mal gesagt? Ich mag die Berge mehr als das Wasser. Als das Meer. Boah, ist das ein... Ist das eine schöne Natur hier? So, was wollte ich denn eigentlich jetzt hier? Könnte mir das jemand sagen? Was wollte ich denn in Boxholm? Ach so, da ist ein Fragezeichen. Oha, Plätze. Na dann. Ist da auch jemand, der das Fragezeichen bewacht? Moment. War hier schon mal jemand? Was ganz anderes. Ach, da. Huch. Entschuldigung, bin draufgetreten. Aha. Was sagt uns denn der Brief? Janne, nun, da ich diesen Brief schreibe, bist du 6 Jahre alt. Und ich bin 30. Ich bin in meiner Blüte, aber ich weiß, dass ich dir weder beibringen werde, wie du mit dem Bogen schießt, noch wie du ein Schwert führst. Ich werde weder auf einen Beutezug mit dir gehen, noch zum Fischen. Auf meiner letzten Fahrt wurde ich nämlich am Knie verwundet. Sieht nicht gut aus.
Es hätte nicht mehr als ein paar Tage dauern dürfen, aber irgendetwas ist in mein Blut geraten. Die Wunde, sie ist voller Eiter, stinkt. Ich verliere das Gefühl im Bein. Die Droiden, sie sagen, dass sie nichts mehr tun können und dass ich verblute, wenn sie mir das Bein abschneiden. Also bereite ich mich auf den Tod vor. Dich erwarten harte Jahre, mein Junge. Unsere Familie hat viele Feinde. Ich habe dich gegen sie verteidigt, aber jetzt bist du auf dich allein gestellt. Vielleicht wird dir jemand helfen, vielleicht aber auch nicht. Aus diesem Grunde habe ich einen Teil unseres Hab und Gutes versteckt im Haus vom alten Ule unter den Bodenbrettern. So kann es dir keiner wegnehmen oder stehlen. Und du kannst es dir holen, wenn du erwachsen bist. Ich habe deine Mutter gebeten, dir diesen Brief zu geben, wenn dein 18. Frühling anbricht. Nimm das Silber, mein Sohn, kauf dir eine gute Klinge, eine Rüstung, ein Pferd, überfalle das Festland, räche dich an denen, die dir nach dem Tod Unrecht getan haben, mach mich stolz. Ich habe dir das nie gesagt, aber ich habe es immer gefühlt, ich liebe dich, Anne. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages in den Hallen von Freyas ewig grünem Garten wiedersehen und du mir von deinem Leben erzählst, das Leben, das ich nicht miterleben konnte. Ich segne dich, mein Sohn. Ja, das müssen wir uns mal anschauen. Erbschaft. Ist ja wahrscheinlich nicht in der Nähe, ne? Oder? Ist das ein Nebenauftrag? Oder war es das? Das ist das, ne? Ach, der vermisste Sohn. Untersuche die Burgruine mit Hilfe deiner Hexersinne. Nee, ich bin jetzt total durcheinander. Aber der vermisste Sohn, der ist doch... Das ist doch ganz was anderes. Egal. Wir gehen jetzt mal zum vermissten Sohn, der ist in der Nähe und gut ist. Müssen wir da nochmal irgendwann... Wenn ich Ruhe habe, muss ich mir das mal anschauen. So, wir gehen jetzt erstmal zum vermissten Sohn. Das ist doch eine andere Quest. Aber warum hat man die andere Quest denn nicht gesehen? Und vor allen Dingen, wo muss ich hin? Wieso leitet der mich so weit außen rum? So, ich schaue mal ein Barriere auf. Ach, eine Burgruine. Komm, ich lass dich langsam. Mal... Lass dich mal hier, ne? So, lugen wir mal um die Ecke. Ein Bies. Ach du grüne Neune. Ein what? Ein Hä? Ist auf alle Fälle kein Drakonid. Was haben wir denn hier freigeschaltet? Ein Basilisk? Ein was? Ein Bies. Mit großem Bedauern muss ich eure Gnade mitteilen, dass euer Gnadensohn bei der Jagd auf einen Bies gefallen ist. Boah. Das ist ein Viech, ne? So, was haben wir denn? Samum hilft hier. Teufelsbovist und Reliktöl. Samum. Was haben wir denn im Gewande? Gar nichts. Teufelsbovist, oder? Samum hat man doch auch. Kommt mir bekannt vor. Sogar verbessert das. So, wir bräuchten Reliktöl.
Relikt. Ach, Reliktöl, genau. Das ist ja das Öl, was wir durch unsere Mistelzweige. Wir haben immer noch keinen Mistelzweig, ne? Das ist ein Mist. Wir haben keinen, oder? Wir haben keinen. Natürlich haben wir keinen. Ist doch klar, dass wir keinen haben. Es ist mir so klar. Was sind da schon wieder. Wieso sind die hier ständig? Könnt ihr mal mit eurem Zeugs hier aufhören? Ein Öl können wir herstellen. Hybridenöl, danke. Hier fehlt uns einfach dieser Mistelzweig. Ne, jetzt fehlt uns nicht nur der Mistelzweig. Jetzt fehlt uns auch noch verbessertes Bestienöl. Naja, wartet mal. Wir brauchen hier erstmal nur Reliktöl. Wir können ja noch nicht mal das herstellen durch den blöden Mistelzweig. So, bitte. Mach uns nicht tot. So, ich bin bereit. Was jetzt? Opa! Uah. Uah. Ich hab doch mein Quen. Ich hatte doch mein Quen drauf. Au. Oh mein Gott. Ein Bies. Zeig mir, was du zu bieten hast. Na? Oh, ist denn der des Wahnsinns? Ist er des totalen Wahnsinns? Hör auf mit deinem Blödsinn hier. Haben wir eigentlich noch unser Quen drüber? Glitzern wir noch schön? Nee, glitzern nicht. Halt! Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Oh, jetzt macht er wieder seinen Blödsinn. Ich sehe gar nichts. Okay. Ah! Er ist in seinen Bau geflüchtet, um seine Wunden zu lecken. Ich muss ihn aufspüren. Ich hab schon gedacht, wir haben keine Chance. Nur die Eingeweide wurden gefressen. Wählerisch. Ja, er ist nicht zum Lachen, ich weiß. Ich weiß. Ist in sein Bau geflüchtet. So, so. Na dann. Gehen wir hinterher? Ich habe keine Lust dazu. Es ist echt schwierig. Was heißt denn hier eigentlich in seinen Bau geflüchtet? Wir machen mal hier ein bisschen Feuer. Ich weiß nie, für was man es braucht. Was heißt hier in seinen Bau geflüchtet eigentlich? Doch kein Bau. Ach hier? Nee.
eindeutig kein Bau. Wahrscheinlich irgendwie unten, ne? Wahrscheinlich muss man irgendwie irgendwo rein. Biss- und Klauenspuren am ganzen Körper. Aber das sind Fressspuren. Er ist durch einen Schlag auf den Kopf gestorben. Hier ist kein Olve. Vielleicht hat ihn der Bies weggeschleift. Ha. Hm. Könnte natürlich sein. Wir konnten natürlich hier runter stürzen. Müssen aber hier runter irgendwie, ne? Was denn eigentlich? Kommen wir eigentlich hier irgendwie in die Feste rein? Nur so mal aus Interesse. Nee, es ist eigentlich nicht, ne? Ich glaube, wir sind hier falsch. Wir müssen von der anderen Seite, glaube ich, rein. Ja, wenn ihr mal einen Mistelzweig seht, ne, dann wäre super. Boah, die gibt's ja hier. Mistelzweige sind echt eine Rarität. Ich hätte so gerne... Ich hätte so gerne ein Reliktöl. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Schön. Schön, schön. Hui. Boah, direkt durch den Baum durch. Gefällt mir so gar nicht. Wo ist denn der hin? Moment. Moment, es sind... Hatte ich nicht gerade noch was Rotes gesehen? Wo erkenne ich denn die Melodie von irgendeinem Spiel her? Wisst ihr das zufällig? Doch nicht vom Witcher her. Das ist doch ein anderes Spiel, woher ich die Melodie kenne. Von irgendeinem Strategiespiel oder so. Hätte ich gesehen. Ein Strategiespiel. Meines Erachtens. Sag mal, sind wir überhaupt noch in der richtigen Queste? Ja. Anscheinend. Vielleicht. Oder? Auch nicht. Nee, wir sind in der falschen Quest. Mist. Dann nochmal rein. Klar. Ich denke schon, was ist denn los hier? Mit Hilfe meiner Hexersinne. Ja, super. Klappt hervorragend. Ich muss doch, dass hier unten nicht das ist. Jetzt müssen wir nochmal rauf. Naja, haben wir einiges an Material mitgenommen. Ich habe mir schon gedacht, wieso ist denn das Versteck so weit weg? Aber, ne, verlässt sich ja dann doch auf das Navigationssystem am Ende, als auf den gesunden Menschenverstand. So ist es eben. Auch im wahren Leben. So ist man geworden mit der Zeit. So, Hexerszene an. Wo können wir noch was erschnüffeln? Hier. Na denn. Die Spuren führen in diese Richtung. Gehen wir doch wieder runter. Ja, nützt ja nix. Huch. Hui. Seid ihr sicher? Doch, da unten. Okay.
Kann ich da runter? Ohne, dass ich mir den Hals breche? Upsa. Sieht beinahe so aus. Na, da kommen wir ja doch wieder in die richtige Richtung. Hätte doch gleich sagen, ich wusste doch. Jetzt ist große Maul, ne? Ah, so ist das. Aber ich habe gedacht, eher oben. Um ehrlich zu sein, hätte ich gedacht, eher oben ist das Versteck. Sie führen auf die andere Seite. Würde ich sagen, gehen wir mal auf die andere Seite. Und schauen, dass wir die Spur hier wieder aufnehmen können. Sieht aber nicht so aus. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Sag mal. Ach, hier. Sag mal, hier waren wir doch schon. Könntest du. Ah, Schnaps. Immer gut. Wie sieht's denn eigentlich aus mit unserer 3? Kommen wir. Sind lieber mal, gehen wir auf Nummer sicher. Machen vor allen Dingen ein bisschen hell. Ich weiß, es ist jetzt nicht Rollenspiel-like, aber im Endeffekt, ne? So, weiter geht's. Wo geht's weiterhin? Der war ganz schön hammerhart, ne? Der Geselle. Ja, weil wir auch kein Reliktöl eben haben, ne? Ich glaube, wir sind dann schon wieder heillos. Ich habe gar nicht geschaut, wie es mit unserer. Mit unserem Gewicht. Er ist da entlang. Hat Bäume umgeworfen. Unserer Traglast aussieht. Seht ihr denn? Jetzt haben wir schon wieder den guten alten Sturm. Mistelzweig? Natürlich nicht. Da ist er. Grüß Gott. Wie geht's? Diesmal entkommt er mir nicht. Sag's nicht. Sag's nicht so laut. Wartet mal. Verdammt. Sag mal, das macht doch gar nichts. Wartet mal. Hier unten sind wir daheim. Hey? Wo ist er denn? Au, das tut weh. Irgendwas ist total in Mitleidenschaft gezogen. Schau mal hin, wie seine Haare so wehen im Winde. Moment. Halt, halt, halt. Da haben wir. Ach, was machst denn du hier? Oh no! Ich wollte gerade ne. Ist der da stärker? Wahrscheinlich, ne? Im Dunkeln ist gut munken. Haben wir noch unser. Nicht wirklich, ne? Mist. Nein, geh weg! Bist du denn des Wahnsinns?
Also wir haben keine mehr. Keine Bombe mehr. Wir haben noch eine, aber eine andere. Boah. Nein. Nur weit weg. Oh, das sieht schon, ne? Das ist schon ein Drum. Das ist schon ein Biest. Der war nicht ohne. Den Kopf kann doch unser Pferd gar nicht halten. Aber gar keine Chance, oder? Puh. 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 Was? Moment mal, jetzt muss ich trotzdem nochmal schauen. Wir sollten mal unsere Waffen ein bisschen schmirgeln. Ich sehe hier das Lager. Okay, das macht man natürlich noch. Aber da steht mein Pferd in den... Da steht einfach mein Pferd. Da steht mein Pferd im Wege. Schnaps. Gelbe Tunika. Das muss Olve sein. Ich habe die Jungs gerecht. Wenigstens das konnte ich tun. Tja, leider. Mehr geht nicht. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier ein bisschen... Wir haben doch Waffensalbe, oder? Ist die hier oder war das hier Rüstung? Rüstung, ja. So, wir hatten Meister... Ne, wir machen mal Gesellen. Ach, sind wir mal großzügig. Wie sieht's denn eigentlich... ja, sieht super aus. Auch. 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 Was habe ich denn überhaupt jetzt hier? Warte mal, wir schauen mal... hier. Wir schauen mal ganz kurz, was wir hier noch im Angebot haben. Plus 10% Chance auf Verstümmeln. Hm. Oder doch lieber die Bonuserfahrung. Bonuserfahrung ist natürlich super, oder? Dann lieber die Bonus. Und hier haben wir sogar 10%. Achso, ist auch 10%. 5% Chance auf Bonuskräuter. Dann können wir endlich mal unsere... 5%. Bei Monstern. Das wird mir eigentlich... Das wird mir eigentlich mehr gefallen, ne? Oder doch hier Chance auf Bonuskräuter. Was sagt denn ihr? Vielleicht finden wir mal die Mistel. Oder heißt es nur, dass ich dann mehr Kräuter davon nehme? Im Endeffekt. Ne? Oder machen wir doch lieber. Nee, wir machen doch lieber. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen was freischalten. Ne? Obwohl, was brauchen wir noch? Nicht mehr viel, oder? Egal, sag ich mal. So. Und wir reiten los, in lauf. Den Sturm. Ciao, ciao für heute.